Mir fehlen etwas die Worte für diese Tour heute. Es war kurz vor der Kotzgrenze, sagen wir mal so. Hey Leute, es geht weiter mit unserer Reise von München nach Venedig. Zu Fuß ging es 550 Kilometer über die Alpen. Wenn du die ersten Folgen verpasst hast, schau einfach in die Videobeschreibung. Dort habe ich dir nochmal alles verlinkt. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hey Leute, ich bin Fritz vom Kanal Enter the Comfort Zone, Tag 20. Ja, wir haben jetzt Tag 21. Refrontolo! So, und jetzt geht's wieder ab. 33 Kilometer Straße schruppen. Also wieder ein bisschen sweaten, ein bisschen Kilometer schruppen und noch 2,5 Tage durchhalten bis zum Ziel. Wir haben jetzt die Hälfte der heutigen Tagesetappe geschafft und es sind gefühlte 40 Grad. Wir laufen komplett aus. Es ist auch nicht mehr so schön von der Landschaft. Und der Hund hört einfach nicht auf zu bellen. 15, 16, 17, 18 Kilometer noch für heute. Morgen ist ja dann die entspannte 36 Kilometer Etappe dran. Es ist extremst warm schon den ganzen Tag lang. Und ich glaube, wir werden morgen echt deutlich früher starten, um einfach ja, ein bisschen mehr im Kühleren noch zu laufen. Weil im Endeffekt sieht es den ganzen Tag entweder so aus oder wir laufen auf der Straße oder halt an irgendwelchen komischen Schotterwegen. So, und wir haben Tag 22. Im Hintergrund geht gerade die Sonne auf. Wir packen, haben gerade gefrühstückt und gleich geht's los. Könnte vielleicht jemand mal dem älteren Mann hier über die Straße helfen? Wollen wir jetzt ernsthaft so 36 Kilometer laufen? Wie soll ich denn sonst jetzt 36 Kilometer ohne humpeln? Na, wenn du jetzt schon humpelst, dann kannst du gleich an der Bushaltestelle sitzen. Also das musst du jetzt wirklich selber einschätzen, ne? Ja, gut. Ich fährt eh kein Bus. Und zwar der gestrige Tag, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber ich glaube nicht, hat mich im Bommel fußtechnisch ziemlich zerstört. Die Füße waren wie aufgeweicht, dadurch, dass es einfach so extrem warm war. Ich habe eine fette Blase an der Achillesferse, hinten am Hacken und vorne am Zeh. Alles mit Blasenpflastern vollgemacht und getaped, aufgestochen und so weiter. Der Schmerz läuft sich ein, denke ich mal. Bommel humpelt leider etwas. Ja, hauptsächlich ist es das Knie halt, ne? Das Knie? Ja. Knie kaputt und jetzt noch der also rechts das Knie im Arsch und links 5000 Blasen und die Kombination aus beiden ist halt jetzt zweimal wie behindert. Laufen wir jetzt wirklich überhaupt richtig? Wir laufen bestimmt komplett falsch. Ja, kleine Meldung zwischendurch. Heute laufen wir nicht ganz so viel Straße, sondern ich bin jetzt gerade auf einem kleinen Damm unterwegs. Bommel hat sich dafür entschieden, mit Bus und Zug die Etappe zu überwinden, dadurch, dass er extreme Knieprobleme hat. Und deswegen sind wir jetzt erstmal noch zu zweit und treffen uns heute Abend dann an der Unterkunft. So Leute, mir fehlen etwas die Worte für diese Tour heute. Es war kurz vor der Kotzgrenze, sagen wir mal so. Es fühlte sich irgendwann an, als würde man nur noch auf Stumpen laufen. Das ist unser wunderschönes Zimmer. Völlig am Arsch. Mir tat zum Schluss alles weh. Alles. Ich rede nicht von Füßen, ich rede nicht von Beinen, ich rede wirklich von allem. Mein Rücken, meine Wirbelsäule, mein Becken hat einmal übelst komisch geknackt und irgendeinen gemacht. Meine Schultern, meine Arme, meine Gelenke in den Ellenbogen taten selbst weh. Und ich war zum Schluss an einem Punkt, wo ich nicht mal mehr geschafft habe, mich vom Kopf her von irgendwelchen Schmerzen abzulenken. Weil sonst versuche ich halt immer irgendwie einfach an was anderes zu denken, irgendwie, was weiß ich, Podcast zu hören, Musik mitzusingen, um was auszuarbeiten zu denken. Und zum Schluss ging das nicht mehr. Ich konnte mich absolut nicht mehr konzentrieren. Aber wir sind angekommen. Morgen theoretisch die allerletzte Etappe bis zum Ziel, ich glaube 18 Kilometer. Ja, wer weiß, was noch passiert. Wir müssen die noch schaffen. 18 Kilometer, ja, ich werde jetzt versuchen, langsam wieder zurück ins Leben zu finden.
Hey Leute, ich bin Fritz vom Kanal End of the Comfort Zone, Bommel neben mir. Heute ist Tag 23, der Zieleinlauf nach Venedig und ich würde sagen, bleibt dran, los geht's! Ja, ihr seht es vielleicht im Hintergrund, es ist noch ziemlich dunkel, ich hoffe ihr erkennt überhaupt was. Wir sind 5.30 Uhr aufgestanden, 6 Uhr gestartet, aber wir sind nur zu zweit, denn Robert liegt noch fleißig im Bett, der alte Strolch. Und ja, wie ihr seht, wir beide humpeln ein bisschen. Robert wollte noch ein bisschen frühstücken und da er eh schneller ist und noch ein bisschen fitter drauf ist, sehen wir uns dann später. Im Hintergrund geht langsam die Sonne auf, ihr seht's. Temperaturmäßig ist gerade richtig geil und entspannt mal zu laufen, im Gegensatz zu den letzten Tagen. Mittags war es einfach viel zu heiß. Viel Bommel, habe ich gesagt. Es ist erstmal eine Taube zum Mittag. Was wir geschafft haben, nach verfickten 23 Tagen. Und wir sind ziemlich matsch im Kopf und in den Beinen und überall. So, nochmal kleine Zusammenfassung, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt was versteht hier auf diesem wunderschönen Platz. 23. Tag, über 550 Kilometer, über 22.000 Höhenmeter. Haben wir geschafft. Bommel geht im Hintergrund mit der Fahne rum, freut sich natürlich, dass wir es endlich geschafft haben. Ja, es sind viele Tage in uns, die anstrengend waren, mit Doppeletappen, mit viel Schweiß, der geflossen ist. Aber wir haben es dann geschafft, mussten uns auch oft natürlich motivieren und aufraffen. Und ich hoffe, ihr hattet auch eine geile Zeit, konntet die Tour, die Videos genießen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, beim nächsten Abenteuer. Bis dann. Ciao, ciao.